Guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News. Ja, ich habe ein bisschen ein paar Probleme. Das eine ist mit Rollercoaster Tycoon Deluxe. Und deshalb kann ich das leider nicht live streamen. Das zweite wäre, ja, ich habe das Passwort richtig angegeben und auch der Benutzername. Und ich kann auch nicht über Steam nochmal machen. Und ich nutze nicht, ist gefunden. Also scheinbar hat da Regnum etwas gemacht oder ich wurde gehackt. Also deshalb gibt es leider momentan kein Regnum, bis es gelöst ist. Ich habe auch den Support natürlich angeschrieben. Jetzt muss ich noch das Richtige finden. Da. Also hier kann man den Support mit dieser Adresse. Und ich habe natürlich Account gemacht. Und Priorität habe ich auf Emergency. Also Critical ist ja nicht. Aber es ist schon wichtig, weil es ja ein Hack war wahrscheinlich. Und dann könnt ihr hier alles schreiben, oder? Und dann habt ihr es. Ihr könnt natürlich hier auch General wählen und ein Bug Report. Also zum Beispiel der Leo Germany LP oder eine andere. Also zum Beispiel der Schmerzfrei. Also schmerzlos, weiß jetzt gerade nicht, ist auch schon über Bugs gestolpert. Einfach reporten auf diese E-Mail-Adresse, ja, Internetadresse. Und einfach die E-Mail natürlich richtig eingeben, wo euer Account auch registriert ist. Und der Fullname könnt ihr eigentlich auf euren Accountnamen setzen. Ja, und hier unten noch alles bündig eingeben, also wirklich JAUE6 ohne Leertasten und dann auf Submit. Ihr könntet, denke ich mal, auf Deutsch schreiben, sonst schreibt am besten auf Englisch. Lasst es halt übersetzen oder so. Und der dritte Punkt wäre Minecraft. Macht Probleme. Also ich habe ja schlimme Probleme gestern gehabt mit dem Modern Warfare Mod und mit dem Little Tyson Mod. Und DecoCraft ging glaube ich auch nicht. Deshalb werden wir wieder auf 1.12.2 gehen und da einfach ein paar Mods reintun und machen heute wieder mit eher mit Ritter, denke ich mal. Damit wir einfach funktionable Mods haben, wenn sie funktionieren auf dem Server. Sollte eigentlich schon gehen. Der am Zocken ist auch wirklich sehr gut und wir haben auch viel gesprochen, was wir für Mods reintun sollen. Da müssen einfach ein paar Leute, die natürlich nicht so gute PCs haben oder so, oder das Minecraft einfach nicht so gut läuft, halt einfach mal sagen, woran es liegen könnte, also Logdateien schicken. Oder mit mir einfach chatten oder während dem Livestream halt irgendwie eine Lösung finden. Weil es kann schon sein, dass halt wieder Mods drin sind, die ein bisschen mehr brauchen. Aber vor allem der Toro Dimensions Mod, den wir jetzt neu reingemacht haben, neu gefunden haben, der braucht vielleicht schon ein bisschen mehr RAM. Also sonst eben PC halt kurz eine RAM kaufen, die sind ganz günstig, so klein. Und ja, schauen, dass der PC dann besser läuft. Weiß es auch nicht. Also vor allem Laptops gehen halt schwer zum eine neue RAM reintun. Mein Köpf ist langsam sehr RAM-anforderlich geworden. Vor allem die Mods. Aber wir haben ja zum Beispiel noch den FR2-Mod und der wird natürlich auch sehr viel bringen. Und den wollen wir auch unbedingt haben auf einer der neuesten Versionen. Ich hoffe das Beste, hä? Jo, Medieval 2 ist jetzt auch wieder gestartet. Heute Mittag habe ich einen Part gebracht und der läuft eigentlich auch sehr gut. Also ich komme weit mit Frankreich, relativ leichtes Reich, aber ein großes Reich, hatte immer wieder Geldprobleme. Ich werde schauen, dass ich auch bald mal Transportfieber bringen kann. Und was ihr halt wünscht, ihr müsst halt sagen, welches Game ihr anschauen wollt.
Momentan ist es halt eher Regnum und halt Minecraft, aber Minecraft ist es halt ein bisschen blöd. Ich wollte eigentlich nicht drauf drücken. Oder habe nicht drauf geklickt, Doppelklick. Ja, und eventuell kommen noch ein paar MMORPGs, also andere MMORPGs. Weiß es nicht, also Metin 2 momentan nicht weitermachen. Mir wurde empfohlen ein paar MMORPGs. Bin da aber nicht ganz so sicher. Weil die meisten sind halt meistens nur RPGs. Ohne Airfire, ohne PvP und nicht so viel Content. Vor allem Aufbau oder Rätsel oder so sind ein bisschen rar gesättigt und die brauche ich halt unbedingt. Was ich noch bringen werde, ist Grimdawn wieder. Habe ich ein super Bild vor. Bin eigentlich schon ein bisschen weit und möchte nicht neu anfangen, aber ja, nun seht ihr das Bild schon in Action, oder? So viel gibt es nicht zu sagen. Und ja. Ich werde schon bald mit der Politik anfangen und einfach richtig viel machen, damit es mir besser geht mit meinen Krankheiten. Ich werde einfach nur die ganze Zeit gestresst. Ich muss immer alles machen mit Krankheit. Ich müsste 100% arbeiten und müsste die ganze Zeit noch Haushalt machen und kochen und Autofahren und alles Mögliche. Nee, das mache ich nicht. Vor allem als Livestreamer nicht. Oder als Fußball nicht. Und das ist so nervig. Ich hoffe, dass es einfach bald wieder auch besser geht. Jetzt schauen wir mal. Ja, eben andere Games, vor allem irgendwie Path of Exile oder so, ist mir ein bisschen zu stressig, immer vorwärts zu machen und blöde Builds zu haben und zu schwere Gegner zu haben. Ist mir ein bisschen zu stressig. Da pausieren wir auch. Mount & Blade Warband wollte ich schon lange anfangen, aber es macht auch ein bisschen Probleme im Fenstermodus. Zu großes Fenster oben, also dieser Balken der Weiße, ist einfach zu groß und dann ist das B zu klein. Ja. City Skylines mache ich dann noch, genau. Also, das war's mit Dragos News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meckert, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Oh, also einfach Kommentare schreiben und nicht disliken. Oder Kommentare schreiben und dann disliken am besten. Und ja, im Regnum geht es sobald weiter wieder, bis, ja, wenn ich reinkomme. Es ist halt schade, dass irgendwie etwas passiert ist. Weiß es nicht. Ich habe keine E-Mail bekommen. Nix. Weiß jetzt auch nicht. Also, und der am Zocken ist gerade dran, am Server erstellen. Da müssen wir halt einfach wieder wechseln. Aber dann sind wir auch wieder auf der neuen Version und haben super Mods. Also FE2 Mod wurde extremst weiterentwickelt. Jetzt gibt es nicht mehr das Glowstone Portal, jetzt gibt es ein kleineres Portal. Und einfach mehr Features, zum Beispiel Flug, Vögel und ja, Inseln mit Gewässern, also mit Flüssen und Seen vor allem. Und Dungeons, mehr NPCs und alles Mögliche. Und hoffentlich stürzt es auch nicht mehr ab beim Händler-NPC. Ja, werden wir den drauf tun und den wir aktuell halten. Hä? Dankeschön fürs Schauen. Das war's mit dem Video. Bis heute Abend, 17 Uhr, geht's weiter mit einem Spiel. Muss mal noch schauen, welches, gell? Bis dann. Tschüss.